Und ich will Ihnen jetzt hier mal ein plakatives Beispiel geben. Wenn dieser Antrag der FDP genehmigt wird, dürfen Kinder unter 8 Jahren mit einem E-Scooter auf dem Gehweg fahren. Ja, ist ja richtig, ne? Und ich habe mir den Bericht der Bundesanstalt mal durchgelesen und als Naturwissenschaftler den Bremsweg eines E-Scooters, hören Sie mal zu, da lernen Sie jetzt was, eines E-Scooters mit den vorgegebenen Daten der BAS durchgerechnet. Der Bremsweg liegt bei 8 Metern. Herr Bilger, hören Sie bitte zu. Sie haben bei der Diskussion im Ausschuss unsere Sicherheitsbedenken weggewischt. Sinngemäß haben Sie gesagt, wir fühlen uns nicht an die Empfehlung der Experten der Bundesanstalt für Straßenwesen gebunden. Das ist eine politische Entscheidung. Doch, das haben Sie gesagt. Und das ist genau das Problem dieser Regierung und einiger Politiker hier. Selbstüberschätzung und fehlende rationale Diskussionsgrundlagen. Jawohl. Und mein 14-jähriger Praktikant, der hat mir diese Woche gesagt, Hoverboards? Warum spricht ihr denn jetzt eigentlich darüber? Das ist seit 2014 nicht mehr cool. Oha, sage ich da nur, was sich diese Profis manchmal so rausnehmen. Und gerade freitags. Die Innovation Ihres Antrags liegt allein darin, dass die Elektrokleinstfahrzeuge in einer neuen sogenannten Sportklasse mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erlauben wollen. Und ich muss gestehen, als ich den Antrag so las, kam mir so ein ganz charmanter Gedanke. Und ich würde Herrn Lindner gerne mal auf einem 45 km/h schnellen, selbstbalancierenden Elektrokleinstfahrzeug ohne Lenkstange sehen. Aber mit Helm bitte, aber mit Helm bitte, weil der wäre jetzt auch nach Ihrem Antrag Pflicht. Das, was Sie, sehr geehrter Herr Spaniel, hier vorhin gesprochen haben, bei uns sagt man, das ist Blödsinn hoch drei, gehört in die Heute-Show und nicht in den Bundestag. Ich habe eben gesagt, das, was ich hier gesagt hätte, wäre Unsinn und hätte nur Platz in der Heute-Show. Das mag Ihre Meinung sein. Tatsächlich möchte ich aber Sie tatsächlich noch mal darauf hinweisen, dass wir oder ich diese Bremswege ausgerechnet habe aus diesem Antrag der FDP. Und das waren Fakten, die ich zitiert habe. Und ich möchte ganz klar darauf hinweisen, es mag vielleicht vom Ton her etwas polemisch gewesen sein, aber ich habe hier Fakten zitiert, die Sie offensichtlich ignoriert haben oder nicht berücksichtigt haben. Die Bremswege, die ich ausgerechnet habe, entsprechen den Tatsachen und die können Sie mit entsprechender Expertise aus dem Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen nachlesen. Somit verbitte ich mir die grundsätzliche Behauptung, das, was ich inhaltlich gesagt hätte, sei Klamauk. Das ist es in der Tat nicht. Es sind harte Fakten. Und entweder kennen Sie diese Fakten, oh, jetzt reicht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Oder Sie haben eine andere Erklärung. Dann hat das Wort Andreas Rimkus für Herr Hohlmeier. Eigentlich geht es da jetzt keine Widerrede. Ich sag, die Rede vom Herrn Spaniel war Blödsinn hoch drei. Zu dem stehe ich. Das war's schon. Gut. Ein weit verbreiteter Fehler, den Menschen machen, wenn sie versuchen, etwas idiotensicher zu gestalten, ist, den Einfallsreichtum von Idioten zu unterschätzen. Ich meine, da hat der Adams wirklich recht. Der mit 45 Stundenkilometer auf 10 mal 50 Zentimetern mit gummibeschichteter Stehfläche entsprechend Ihres Antrags nicht mal mit Lenk- oder Haltestange, ich bitte Sie allen Ernstes, hier Nein zu sagen, ist keine übertriebene Vorsicht, sondern gesunder Menschenverstand. Herr Kollege Spaniel, ich muss sagen, wir sind das ja gewohnt, dass die Heute-Show da draußen vor dem Plenarsaal steht. Aber dass die jetzt schon am Rednerpult steht, das ist neu. Und vielleicht gucken wir da noch mal ganz genau in Ihre Nebenverdiensteinkünfte, ob Sie nicht ein Honorar von denen bekommen haben. Ich kann mir das fast gar nicht anders vorstellen. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich fand besonders Ihren Punkt ganz ehrlich interessant, dass Sie solche großen Schwierigkeiten und Risiken darin sehen, Lithium-Ionen-Akkus mit in die U-Bahn zu nehmen. Daraus könnte man ja fast schließen, die AfD will nicht nur diese Elektrokleinstfahrzeuge verbieten, sondern auch noch Smartphones, Tablets und Laptops, die man vor der U-Bahn abgeben muss. Aber vielleicht sind Sie auch beim Thema, sobald das Wort Akku in den Mund kommt, in einer Ideologie gefangen. Ich weiß es nicht. Herr Seitz, Sie reden hier viel vom Schutz des Rechtsstaates. Was sagen Sie eigentlich zu den diversen Spendenskandalen der AfD, mit der Sie ja auch die Chancengleichheit der anderen politischen Parteien gefährdet haben, den Rechtsstaat missachtet haben, indem Sie diese Spendengelder angenommen haben? Sie stellen sich hier hin und tun so, als ob Sie der Verteidiger des Rechtsstaates sind und in der politischen Praxis verletzen Sie die Regeln, die für die Parteien gelten. Herr Mowatz,
Ich selbst stehe für eine absolute Aufklärung dieser Vorgänge. Diese Vorgänge sind alle nicht abgeschlossene Sachverhalte. Darüber wird entschieden werden. Gegebenenfalls werden die Gerichte darüber entscheiden. Und selbstverständlich ist es richtig, wenn es ein Fehlverhalten gab, dass dann auch die dafür vorgesehenen Sanktionen verhängt werden. Herr Kollege, der Kollege von Notz hätte gerne eine Zwischenfrage gestellt. Wenn ich danach länger hetzen darf, gerne. Jetzt müsst ihr neutral gucken. Herr Kollege Seitz, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. Vielleicht könnten Sie diese ganzen AfD-Versatzbausteine in Ihrer Rede mal weglassen und zum Thema reden, denn wir reden hier über das Forum Recht. Und das mich interessiert ganz ernsthaft, wirklich, Herr Seitz, nehmen Sie es mal ernst. Mich interessiert, was Sie als gewählter Abgeordneter zum Forum Recht sagen und nicht jetzt hier irgendwie Mittelmeer und Flüchtlinge, immer dieselben Bausteine, das hilft niemandem weiter. Sprechen Sie mal zum Thema. Vielen Dank. Herr Notz, auch Sie dürfen stehen bleiben, wie es dem parlamentarischen Brauch entspricht. Vielen Dank. Und selbstverständlich, wenn Sie aufgepasst hätten, ich spreche die ganze Zeit zum Thema. Bereits eingangs sagte ich, dieses ganze Projekt ist überflüssig. Es ist Verschwendung von Steuergeldern. Und ich werde auch nachher noch mal wiederholen, was ich Ihnen bereits im vergangenen Jahr gesagt habe. Es geht nicht darum, den Rechtsstaat in einem Museum auszustellen. Es geht darum, den Rechtsstaat zu leben und zu praktizieren. Und zwar in der Realität und nicht in einer Vitrine. Hören Sie auf mit der Ideologisierung des Rechts. Hören Sie auf mit der Beschickung des Bundesverfassungsgerichts mit Berufspolitikern oder Berufsfeministinnen wie einer Frau Beer. Hören Sie auf mit der Stigmatisierung vermeintlich falscher Gesinnungen und sorgen Sie stattdessen dafür, dass Rechtsgutverletzungen konsequent und angemessen verfolgt werden. Und wenn abgehalfterte Ex-Ministerinnen etwas zu sagen haben, melden Sie sich doch bitte. Zum Glück geht es nicht um einen Flughafen, sondern nur um ein Museum. Vielen Dank. Herr Kollege Seitz, Sie haben die Kollegin Künast da in unerträglicher Weise beleidigt. Persönlich, ich rüge das ausdrücklich und erteile das Wort dem Kollegen Ingo Wellenreuther für die CDU-CSU-Fraktion. Noch ist in der Begründung zum Gesetzentwurf irgendwo ein Wort des Dankes oder der Anerkennung zu lesen. Der gesamte Entwurf, so wie er uns vorliegt, ist Ausdruck, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist Ausdruck eines ausgeprägten Misstrauens gegenüber der Polizei und dem Staat insgesamt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Tagesordnungspunkt ist zudem nach meiner Überzeugung ein mustergültiges Beispiel dafür, wie man in der Politik falsche Prioritäten setzen kann. Wir haben doch, ja, das sagt auch ein Bürgermeister, Herr von der, auch dafür brauchen wir eine starke Polizei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Wehrbeauftragte hat eine ganz andere Funktion. Das kann man meines Erachtens überhaupt nicht vergleichen. Wenn das Ihre Zwischenfrage war, haben wir die schon gleich beantwortet. Meine Zweites Klischee. Die Regierungsfraktionen würden die Anträge der Opposition nicht lesen. Klischee ist widerlegt. Wir haben Ihren Antrag sehr sorgfältig gelesen. Und deshalb ist uns natürlich auch aufgefallen, dass er eine bloße Wiederholung Ihres 2016er Antrags ist. Ich könnte es mir deshalb einfach machen und einfach auf unsere damaligen Erklärungen verweisen. Aber erstens kocht die CDU-CSU gerne frisch. Und zweitens würden wir Ihnen damit die Oppositionsarbeit ja noch mühsamer und noch schwerer machen, was uns natürlich absolut fernliegt. Ihr Antrag ist ausschließlich auf Kontrollinstrumente gerichtet. Dann tun Sie uns dort wenigstens den Gefallen und sagen Sie es halt. Sagen Sie es halt, dass Sie vom Misstrauen gegen die Polizisten getrieben sind, dass Sie ihnen weiter Steine in den Weg legen wollen, so wie es Ihrer Haltung und Ihrem Duktus in allen Fragen des Umgangs mit der Polizei entspricht. Sagen Sie es wenigstens ehrlich. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, dieses Thema ist eigentlich zu wichtig, um es auf dem Altar des politischen Klein-Klein oder der parteipolitisch motivierten Auseinandersetzung zu opfern. Sehen Sie, allein Ihr Zwischenruf zeigt doch schon wieder, auf welche Ebene Sie sich begeben wollen. Unsere Beschlüsse seien schuld daran. Ich will das hier im Einzelfall nicht mehr aufträufeln.
Ich glaube, ich habe auch in meiner Fraktion deutliche Worte verloren, was ich davon halte. Heinrich, damit schließe ich die Aussprache. Bevor wir zur Abstimmung kommen, muss ich eine geschäftsleitende Bemerkung machen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Steffi Lemke, hat mich darauf hingewiesen, dass die Mitglieder ihrer Fraktion die Art und Weise, wie der Begriff Zigeuner in der Rede des AfD-Abgeordneten vor Mai verwendet wurde, aus ihrer Sicht nicht nur unangemessen, sondern unwürdig für das Haus war. Ich habe und verfolge alle Reden sehr aufmerksam. In der Rede des Abgeordneten Frohnmeier nichts entdecken können, was eine Ordnungsmaßnahme hätte rechtfertigen können. Und deshalb will ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit im politischen Meinungskampf und gerade auch im Parlament sehr weit gesteckt sind. Gleichwohl nehme ich diese Anmerkung zum Anlass, nach Vorlage des Protokolls die Sache noch einmal im Ältestenrat aufzurufen. Sondern da sind Barrieren. Herr Kollege, ich habe Ihnen das Wort entzogen. Sie haben eine Minute überschritten, Ihre Redezeit. Ja, so ist das Leben. Kein Problem. Sie müssen sich bei mir nicht entschuldigen, sondern bei den Kolleginnen und Kollegen. Dagegen ist Ihr jetziger Antrag ja richtig Gold. Keine Volksverhetzung, keine ausländerfeindlichen Parolen. Da habe ich mich wirklich gefreut. Man ist ja bescheiden geworden in seinen Erwartungen Ihnen gegenüber. Inhaltlich fordern Sie einen Lohnkostenzuschuss von monatlich 250 Euro, undifferenziert für jeden schwerbehinderten Beschäftigten, den ein Arbeitgeber über seine Beschäftigungsquote hinaus einstellt. Da sage ich mal, Donnerwetter, wirklich originell. Und uns werfen Sie Gießkannenzuschüsse vor. Mit dem Antrag mutieren Sie ja zum Erfinder der Gießkanne. Ob Gender, Gaga oder Klimareligion, am Ende findet sich für jede Sekte der geeignete Anhänger. Anhänger haben auch das Märchen der angeblich unterdrückten und diskriminierten Frau, die in einer von Männern dominierten Welt ungerecht behandelt wird. Warum das so ist, ja, das müssen Sie die Frauen vielleicht einmal selbst fragen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass Frauen und Männer so gleich, wie immer behauptet wird, doch gar nicht sind? Sei es drum. Es ist doch jedenfalls nicht die Aufgabe des Staates, den Frauen in ihre freie Berufswahl hineinzureden. Ihre Anträge haben den Nährwert einer Gurke. Wir werden sie selbstverständlich ablehnen. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Redner hat seinen Platz wieder eingenommen. Wir können mit den Zwischenrufen jetzt aufhören. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Ursula Groden-Kranich, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich noch so ein bisschen fassen, weil es wirklich schön ist, wenn ältere Männer zu Themen reden, von denen sie aber auch gerade gar nichts verstehen. Die Zwischenrufe zeigen, dass es nicht besser wird. Also insofern. Geschäftsleitende Bemerkung machen, weil der Kollege Martin Schulz, Klammer auf, ein Mann, Klammer zu, sich darüber mokiert hat, dass hier oben im Präsidium drei Männer sitzen bei diesem Thema. Ich finde es ein Glück, denn die Schriftführerinnen und Schriftführer werden ungefähr ein halbes Jahr vorher für die Sitzungszeiten nominiert. Insofern liegt es nicht an den Personen, die hier oben sitzen, sondern an dem Thema, was heute aufgerufen worden ist. Aber wir können beide, wir drei uns verständigt sagen, Equal Pay ist bei uns verwirklicht. An Lippenbekenntnissen zum Thema mangelt es ja immer nicht. Wirtschaftsminister Altmaier hat am Equal Pay Day zu unserer Überraschung erklärt, Feminist zu sein. Nein, es war nicht der 1. April, sondern der 18. März. Ich wollte nur höflich darauf aufmerksam machen, dass mit dem Bereich Gender Gaga auch noch ganz andere Dinge gemeint waren. Zum Beispiel der Wahnsinn, der bezüglich unserer Verunstaltung unserer deutschen Sprache betrieben wird und Ähnliches. Gender Gaga bezog sich also nicht unbedingt auf das, was Sie, glaube ich, falsch verstanden haben. Und insofern sollten wir uns einig sein, das haben Sie aber ja auch schon benannt, dass einiges von dem, was Sie gerade gesagt haben, durchaus mit dem übereinstimmt, was ich vorher auch benannt habe. Also manchmal sind wir so weit gar nicht auseinander. Also
Ich nehme das zur Kenntnis, dass Sie diesen Ausdruck im anderen Zusammenhang gemeint haben. Und dann gibt es da auch nichts dazu zu sagen. Seine Rede selbst fahren